Heute gibt es für euch das Peng 2 China Knallbox Set im Test von Funke. Hier steht der Inhalt, wir können aber auch mal reingucken, ob es überhaupt komplett ist. Wir haben hier Funke Luftheuler in einem anderen Design als das englische. In einem geführten... Naja, ich find das irgendwie schon geil, ne? Frag mich nicht wieso. Dann haben wir hier einmal Knallfrösche Kaliber C, 5 Stück von Funke. Sind ja immer cool, weil die auch wirklich springen. Hier haben wir 4 D-Böller. Sechs B-Böller, wenn ich es richtig gezählt habe. Ja, dürften 6 sein. Ich glaube, hier sind nochmal 6 B-Böller, genau. Dann hier nochmal A-Böller. 6 Stück. Tüte schon aufgerissen, das geht ja gar nicht. Nein. Und nochmal 6 A-Böller. Alles natürlich P1 zum Großteil, außer die Luftteile sind, glaube ich, Kategorie 2. Und die Frösche. Und dann haben wir hier nochmal 4 Superböller, 2 von Funke. Die hatte ich noch nie in meinem Leben. Ich bin gespannt, wie die so sind. Viel Spaß beim Test.